Wann sollte man das vermeiden, dass die Geschlechter miteinander im Raum sitzen und miteinander lachen, miteinander spielen und miteinander sich austauschen, wie sie wollen? Spätestens ab der Pubertät, aber schon vorher. Wie ich gesagt habe, wenn Leute heranwachsen sind, dann sollte man dieses ihnen schon richtig erklären, damit sie auch die Regeln verstehen. Na, aber jetzt ist eine 18 Jahre so erzogen worden, 20 Jahre so erzogen worden. Das fällt ihr schwer, von einem auf den anderen Tag sich zu ändern. Deswegen sollte man ihr die Hadithe geben, die Ayat geben, die darüber handeln. Und dann, inshallah ta'ala, hofft man darauf, dass sie sich vom Islam oder von den Regeln des Islam auch beeinflussen lässt. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.